Ich war 3 Jahre alt, als der Krieg in Syrien anfing. Mein Vater wurde ermordet. Kurz vor meinem 3. Geburtstag mussten wir vor dem Krieg in Bosnien fliehen. Als der Krieg 1939 in Deutschland begann, war ich 4 Jahre. Bei den Bombenangriffen musste ich die ganze Familie zum Bunker führen. Was Krieg mit Menschen macht und wie sie damit umgehen, das erzählt Kriegsmädchen. 6 Frauen, 3 Kriege, ein Schicksal. Über 3 Jahre hinweg haben die Filmemacher der Saarbrücker Produktionsfirma Fuji Films Frauen und Mädchen aus Saarbrücken begleitet. Auch wenn zwischen ihnen Generationen liegen und egal ob in Deutschland, auf dem Balkan oder in Syrien, die Erfahrungen, die sie machen mussten, gleichen sich. In Saarbrücken-Mahlstadt haben sich die Wege schließlich gekreuzt. Susanne Hohlfeld-Heinrich von der AWO wollte die Lebensgeschichten der Frauen festhalten, am besten mit der Kamera. Die Idee ist im AWO-Stadtteilprojekt zu Hause in Molst entstanden. Dort haben sich syrische Kinder gemeinsam mit älteren Menschen getroffen und ausgetauscht über ihre Kriegserfahrungen. Und das hat mich sehr bewegt, was die älteren Menschen auch erzählt haben, wie sie geflüchtet sind und auch diese Gemeinsamkeit zwischen den Kindern und den älteren Menschen. Susannes und mein Anspruch war von Anfang an, dass wir auch eine junge Zielgruppe ansprechen. Und so ist dann auch die Idee entstanden, dass wir nicht eine Generation, sondern 3 Generationen einbauen. Und wir haben das Konzept weiterentwickelt und haben dann irgendwann das Potenzial erkannt. Ein Projekt, das über die Jahre gewachsen ist. Im Auftrag des SR ist daraus eine 3-teilige Doku-Serie entstanden, die jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Sie ist viel mehr als nur ein Rückblick. Es kann sich alles schlagartig ändern, von heute auf morgen. Wir haben nichts nur noch, was wir anhaben, aber etwas Wichtiges haben wir noch. Wir haben uns noch. Meine Abrechnung mit diesem Krieg, dass ich sage, ich möchte weiterkämpfen und ich höre nicht auf. Irgendwann klopft das Glück an die Tür. Man muss es nicht suchen, es kommt von ganz alleine. Es ist so, dass ich in meiner Arbeit gesehen habe, dass es ein großes Bedürfnis der Frauen ist, über ihre Kriegserfahrungen als Kinder zu sprechen. Und der zweite Aspekt, der mir sehr wichtig erschien, war, dass ich gesehen habe, dass Frauen und besonders Kinder sehr stark von Krieg betroffen sind. Und das wollte ich gerne in den Fokus setzen. Die Doku-Serie zeigt starke Frauen und Mädchen, die sich nicht aufgegeben und trotz allem einen positiven Blick auf das Leben bewahrt haben. Aber ihre Reise in die Vergangenheit hat auch die Filmemacher beschäftigt. Wir standen vor der Herausforderung, Archivmaterial von den Frauen einzubinden, Videos und Bilder. Und wir wollten dafür eine möglichst ästhetische und auch sinnliche Form der Gestaltung finden und hatten zusätzlich auch den Anspruch, dass wir diese Archivaufnahmen mit den Frauen kombinieren. Und so ist der sogenannte Gedankenraum entstanden, in dem wir aus verschiedenen Richtungen die Bilder auf Tücher projiziert haben und die Frauen dort durchgehen und quasi so eine eigene Zeitreise in ihre Biografie vornehmen. Nach der Schule, wir konnten uns gar nicht bewegen, weil egal, was wir machen, unternehmen wollten, es war gefährlich. Keine Ausflüge oder so, weil es waren so viele Minen. Wir waren so jung und wir konnten nichts aus unserem Leben machen. Also ich erfülle mir gerade den Wunsch, was ich damals nicht machen könnte. Dieser Traum zu studieren ist einfach in mir drin. Es sind ja wirklich sehr schwierige Zeiten mit der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg. Und es ist natürlich wichtig, dass über solche Themen ausreichend berichtet wird, dass auch sich keiner an das Elend gewöhnt. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dem Wahnsinn in der Welt was Positives entgegenzusetzen und auch kleine Punkte setzen zu können, die vielleicht den Glauben auch an eine bessere Welt vermitteln. Dem Schrecken und Elend von Krieg haben die Filmemacher mit ihrer Arbeit auch Hoffnung und Zuversicht entgegengesetzt.